Auf geht's, Ralf, wir stürmen die Natur, entdecken Geschichte jede Stunde pur. Guten Morgen, liebe Freunde, ich begrüße euch. Wir wandern heute wieder in Brandenburg. Und zwar sind wir in der Nähe von Zeesch am See. Das heißt, wir machen eine kleine Seenwanderung. Und zwar laufen wir zum großen Zeeschsee, aber vorher laufen wir zum großen Möggelinsee. War nicht leicht zu merken für mich, jetzt klappt's. Wir laufen auch gleich los, weil 2024, wir haben ein enormes Mückenjahr. Es war das ganze Frühjahr feucht, jetzt ist warm. Also stehen bleiben ist nicht gut, wir laufen los. Und ihr kommt natürlich mit. Brandenburg, wir sind on the road, weil es Fahrt unser Lebenscode. Bäume hoch, Himmel so weit, in der Natur verlieren wir die Zeit. Geht ja gut los, unsere Wanderung. Kniehohes Gras. Und heute Nacht hat es geregnet. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Ja, liebe Freunde, die Mücken sind dieses Jahr echt eine Plage. Das ganze Frühjahr war es feucht. Jetzt ist es warm geworden, aber es regnet zwischendurch auch immer. Also heute Nacht hat es geregnet. Ist also auch die ganzen Wiesen und Wege sind alle feucht. Und wir haben gefühlt Millionen von Mücken. Dieses Jahr macht es gar keinen Sinn, loszuwandern hier in Brandenburg, ohne vernünftigen Mückenschutz mitzunehmen. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach einem natürlichen Mittel, was hilft gegen die Mücken. Wir haben noch keins gefunden, deshalb bleiben wir noch bei Autan. Kokosöl soll helfen und auch Lavendelöl haben wir aber selber noch nicht ausprobiert. Aber stehen bleiben ist jetzt gerade nicht. Also, ich muss mich so ein bisschen korrigieren. Christiane kennt die eine oder andere Lösung. Aber wir haben es noch nicht ausprobiert. Müssen wir also mal irgendwann in Angriff nehmen, aber dann, wenn nicht gar so viele Mücken sind und das Autan bleibt zur Sicherheit trotzdem aus meinem Wanderrucksack. So, Fingerhut. Wie schön, dass man immer noch sowas ab und zu mal findet. Ja. Wird ja leider immer weniger. Ja, da ist schon ein toller Mückenstich. Und davon habe ich noch einige heute. So, das sind die Überreste der Stieleiche. Die wurde abgesägt. Nein, nein. Kleiner Scherz. So, hier steht's auch. Die ist um die 400 Jahre alt und der hat einen Umfang von 5 Metern. Und hier
hier ist die Stieleiche. Die nimmt gar kein Ende. Okay. Ja, die ist schon ordentlich groß. Also hier waren wir ja schon öfters, aber wir zeigen es natürlich immer wieder gerne. Hier ist das Forsthaus mit einem stattlichen Hirschen. Und hier ums Eck ist eigentlich auch ein Eiscafé, wenn ich mich recht entsinne. So, hier geht's zum Strandbad. Na, hier waren wohl die Illuminati. Und das ist ein Drosselrohrsänger. Jetzt haben wir auch Halbzeit. Also so knapp 7 Kilometer haben wir jetzt. Jetzt machen wir Pause. Vorher zeige ich euch mal, wie schön die das hier gemacht haben. Also für Kinder, Schaukel, Wasser, so eine Umkleideschnecke da hinten. Oh, schön. Ja, und jetzt machen wir Pause. Ich mal die Umkleideschnecke sehr schön gemacht. Kann man sich auch hinsetzen. So, und wie ihr seht, da hängt meine Hose. Nehme ich euch jetzt mal mit ins Wasser. Mal sehen, wie kalt es ist. Ist aber sportlich. Einmal runter machen. So, für Ralf ist es ja nichts, dem ist es zu kalt. Also es ist sportlich, muss ich ehrlich sagen. Aber auch schön. Jetzt muss ich mal einmal sauber machen hier. So. Hier sind nicht die Einzigen, die hier schwimmen gehen. Glaube ich, da hinten sind auch noch welche. Ja, super. Sehr schön. Auf geht's, Ralf, wir stürmen die Natur, entdecken Geschichte jede Stunde. Und Wiesen, wir ziehen los. Die Vögel singen, der Wind trägt uns bloß mit Rucksack und Kamera. Wir sind bereit, die Abenteuer locken als Teil der Zeit. Wir stoßen auf Ruinen, alte und grau. Hier nochmal einen kleinen anderen Blick. Einen schönen See. Die Eibe, Baum des Jahres 1994. Hier waren wir schon mal, aber was ihr hier gut sehen könnt, schaut euch mal die Millionen von Mücken an. Die plagen uns ganz schön. Und dahinter ist auch gleich ein wunderschöner Rastplatz. Und hier, ganz versteckt hinter der Eibe, könnte man sich auch hinsetzen und ein Päuschen machen. Aber
Heute nicht. Heute nicht. Wir gehen lieber weiter den großen Zeescher Seenrundweg weiter. Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir uns das auch an. Hatte ich jetzt keine Muße, das mir in Ruhe durchzulesen. Ich habe jetzt ein paar Fotos gemacht und wenn da was Wichtiges draufsteht oder so, dann wird es Ralf euch schon zeigen. Auf geht's, Ralf, wir stürmen die Natur, entdecken Geschichte jede Stunde pur. Durch Berge und Täler, wir gehen weit, die Welt ist unser, es gibt keine Zeit. In Wäldern und Wiesen, wir ziehen los. Wären alles Sonnenblumen, das heißt, wir müssen im Herbst nochmal her. Mit Rucksack und Kammer, wir sind bereit, die Abenteuer locken als Teil der Zeit. Wir stoßen auf Ruinen, alte und grau. Kleine Insektenkunde, ein Vierfleck-Ameisenkäfer. Ja, sehr schön. Das Fischadlernest ist besetzt. Da sitzt auch ein Fischadler und guckt. Ja, liebe Freunde, das war unsere Wanderung mit dem Motto Ende gut, alles gut. Hat ja katastrophal angefangen mit dem Mückendesaster. Wir dachten schon, oh, was wird das für eine Wanderung? Aber nein, nach unserer kleinen Schwimmpause ist das eine wunderschöne Wanderung geworden. Die Gegend hier ist sowieso immer schön. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Like da. Schreibt fleißig Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao, liebe Freunde. Ralf, wir stürmen die Natur, entdecken Geschichte jede Stunde pur. Durch Berge und Täler, wir gehen weit, die Welt ist unser, es gibt keine Zeit. In Wäldern und Wiesen, wir ziehen los, die Vögel singen, der Wind trägt uns bloß. Mit Rucksack und Kamera, wir sind bereit, die Abenteuer locken als Teil der Zeit.